Weil es gibt ja wirklich tatsächlich, das war ja noch gar nicht so super weit hergeholt, weil es gibt tatsächlich ganz wenige Einzelfälle im realen Leben, dass Zweigeschlechtliche auf die Welt kommen, die tatsächlich in der Lage sind, sich selber zu schwängern. Das ist schon schräg. Also sowas gibt es. Aber wie die das da dargestellt haben, das passte gar nicht in den Film rein. Das Naja, passte nicht. also so wie ich das mitbekommen habe, ist das doch einfach nur ein Klon von der toten Tochter, oder nicht? Der Nee, Tod, also, ja. die Mutter war krank, soweit ich weiß, und hat das, Ah, also ohne okay. Hilfe eines Ja. Mannes, sich selber, aber da ja schon wieder der Agenda hintersteckt, können ja dafür selber entscheiden, aber sie hat Gendefekte, die Krankheit, die sie selber hat, woran sie gestorben ist, hat sie ja alle eliminiert. Und darum ist sie jetzt dieses große Klonkind, Wunderwesen. Genau. Dadurch ist sie jetzt auf einmal super wichtig, dieses kleine Mädchen, ja. Warum auch immer. Warum auch immer? Ja, warum ist sie so wichtig? Das habe ich auch Ja. nicht. Aber dadurch, dass sie geklont wurde, hat sie natürlich einen direkten Draht zu den Dinosauriern, die ja auch geklont wurden. Ja, liebe Freunde, ja, Und stimmt. deswegen am Ende, als der Vulkan ausbricht, würden die Dinosaurier normalerweise vernichtet werden. Aber sie drückt ja auf den roten Knopf und lässt sie frei. Und er sagt dann noch nachher, die Dinosaurier, das sind genau wie ich. Verstehst du? Ne? Ja, das ist genau Und wie ich. dadurch haben wir dann die echte Jurassic World. Nämlich eine Welt, denn sie lässt diese ganzen Dinosaurier auf die Welt los. Und das ist dann der Ausgangspunkt von Teil 3. Was ja eigentlich bei der ganzen minderten Scheiße, was ja richtig bitter, also was Jurassic World 1 Ultraschrott, Jurassic World 2 Ultraschrott, das Ende aber eventuell eine Idee tatsächlich für ein New Peak, für ein New Hope eventuell. Könnt ihr da tatsächlich was daraus machen, dass jetzt die Dinos über die Welt herfallen? Was macht ihr denn aus? Was macht ihr denn bitte schön aus diesem Ja, aber guck geilen mal, wenn sie, Übergang? guck mal, das ist eine Kackidee, weil Ja, natürlich ist die Scheiße, die Idee ist scheiße. interessant waren die anderen Jurassic Parks, Worlds oder wie auch immer, nur weil das auf einem beschränkten Raum war und die Leute, du hattest dieses, verstehst du, du hattest im Prinzip ein kleines Szenario, einen Raum, wo du nicht weg konntest. Eine Insel oder hier war ja, da war das ein Gebäude im zweiten Teil, ja. Und dadurch hattest du dann da deine Protagonisten und Antagonisten, ja, Und Suspense und Spannung, die dann versuchen mussten, genau, die dann versuchen mussten, da mussten dann die Leute versuchen zu überleben, weil sie konnten nicht raus, ja, wenn sie rausgekonnt hätten, hätten sie einfach abhauen können. Verstehst du? Aber wenn du dann so ein Setting hast wie eine Insel oder was weiß ich, dadurch erzeugst du ja überhaupt erst Spannung in einer Geschichte. Ja, ja, das sind die Grenzen, die man stecken muss, damit eine Geschichte spannend ist. aber ja, Pago, dieser Cliffhanger war schon ultra scheiße, weil man ja als aufmerksamer Zuschauer durchaus merken konnte, ihr habt das in Jurassic World 1 verkackt, in Jurassic World 2 in einem reduzierten Setting. So, und ihr wollt die Viecher jetzt auf die ganze Welt loslassen? Das kann nur scheiße Ja werden. gut, Das kann nicht ja gut gut. sein. Aber was, wenn du die Viecher auf die ganze Welt loslässt, was würde dann passieren? Dann würden die Länder, die angegriffen werden würden von diesen Dinosauriern, würden sie einfach mit ihrer Armee platt machen. Ja, Fertig. Logo. Ja, natürlich. Und Absoluter ja, weil das wären ja, Schwachsinn. wovon reden wir? Wir reden ja hier einfach nur von Raubtieren. Ja? Weil so, verstehst du, wenn du jetzt irgendwo irgendwelche Löwen freilassen würdest, dann würden die abgeschossen werden. Oder haben wir doch Affen? Wir haben doch mal, wir haben das doch mal, dass ein Bär frei rumläuft oder ein Wolf oder ein Löwe oder was weiß ich, verstehst du? Ja, und dann Ja, werden die werden dann gekillt. aber gut, du weißt ja, dass wo die Marketingkampagne für den dritten losging, diese 5 Minuten gezeigt haben, die tatsächlich, wo es Hardcore Jurassic Park-Fans gab, die auf einmal romantisch verklärt auf die anderen zwei Teile zurückgucken. Oh, die ersten zwei waren ja doch ganz gut, eventuell. Und jetzt wird der dritte die große Conclusion, so nach dem Motto. Also, Ja, aber die ersten 5 Minuten, und schon, die spielen doch vor 78 Millionen Jahren. ja, Die haben doch gar ja. nichts mit dem Film zu Ja, tun. aber was ja viele so genial fanden an diesen ersten angeblichen 5 Minuten, die im Film nicht drin sind, ist ja dieser kurze Übergang vor 65 Millionen Jahren. Also die meisten
Oh, voll die Überraschung. Ich habe 4 Minuten geguckt und dann auf einmal steht da vor 65 Millionen Jahren. Und auf einmal ist die Echtzeit und die kommen in so ein Autokino rein. Der eine T-Rex kommt ins Autokino. So, oh, Ja, genau. jetzt sind die Viecher da. So, erstmal sind die Ja, ersten das war, 5 Minuten. ey, das war dieser brillante Übergang, von dem selbst Stanley Kubrick noch was lernen könnte. Ja, verstehst du? Und obwohl das schon scheiße war mit den ersten 5 Minuten, die ersten 5 Minuten haben sie ja weggeschnitten. Die sind ja eh schon weg. Das sind nicht die Ey, weißt ersten. du, was die gemacht haben? Die haben gesagt, ah, scheiße, wir haben hier jetzt einen echten Stinker an der Hand. Ey, hast du noch diese 5 Minuten, die du am Anfang weggeschnitten hast? Wo liegen die? Ja, die habe ich im Mülleimer geschmissen. Ja, hol die mal aus dem Mülleimer. Wir werden die jetzt mal releasen und behaupten, das wären die ersten 5 Minuten vom Film. Verstehst du? Oder hier, der Tomorrow hat gesagt, ey, Moment mal, scheiße, jetzt ist der Film fertig, der geht ja schon weit über 2 Stunden, jetzt die 5 Minuten, das ist zu viel, die lassen mir einfach weg. Ja, aber weißt du, ich finde das immer wieder gut, wenn mit Schneideraum abfällen, verstehst du, wenn die damit so tun, auch mit diesen Extended Versions und so weiter und so fort, weißt du, dann nehmen sie einfach Schneideraumabfälle, verstehst du, Sachen aus der Mülltonne, verstehst du, guck mal, wenn die wieder so eine Director's Cut Extended Version so rausbringen wollen, dann müsstest du normalerweise zeigen, wie ist es dazu gekommen. Dann siehst du dann den Regisseur oder Produzenten oder welchen Geldgeier auch immer, siehst du dann rausrennen auf die Straße. Oh Scheiße, heute ist Mittwoch oder heute ist Donnerstag, heute ist Mülltag. Ne? Dann siehst du ihn hinter dem Müllwagen herrennen. Verstehst du, ne? So, ah nee, hier, die Tonne, ihr könnt die Tonne noch nicht mitnehmen, da ist noch was drin, was ich brauche. Da müssen wir, verstehst du? Ja, dann siehst du, ja, dann siehst du wie der hier da diese Schneideabfälle aus der Mülltonne rausnimmt. Verstehst du? Und dann kriegen wir dann sowas wie diesen Dings-Cut hier, wie heißt der hier nochmal, von Justice League hier, den Snyder-Cut oder irgend Sagst du, sowas, ich weißt du? habe 4 Stunden 30. Verstehst du? Ey, müsstest du echt mal machen, so nach dem Motto, die Produktionsfirma fährt ab. Ey, hier, Snyder, kannst du uns vielleicht noch eine längere Version machen? Und er sagt dann so, warte mal, muss ich mal nachdenken, was haben wir heute? Mittwoch? Oh, scheiße, heute ist der Mülltag. Eine Sekunde, und dann siehst du ihn so rausrennen. Hey, wartet, nimm die Tonne noch nicht mit, ich brauche da noch was. Da kommt er zurück zum Telefon. Ja, klar, kein Problem, kann ich wohl machen. Unabhängig von der Qualität des Films, da haben wir noch gar nicht drüber geredet, ob der Film gut war. Unabhängig davon finde ich zwei Fragen wesentlich spannender. Die erste Frage, die sich mir stellt, wer war da ist das Universal-Produktion? Wer war dabei? Welche Leute waren da am Start und haben gesagt, so, das Drehbuch, das ist echt eine geile Idee. Das macht. Das ist gut, ey. Und zweitens frage ich mich, was haben die ganzen Fans, die geschwachtet haben auf das Ding, obwohl Jurassic World 1 und 2 schon richtig scheiße waren, haben jetzt gedacht, dass jetzt die totale Offenbarung kommt und sind jetzt voll Hey, mitunter, das war doch der Offenbarungseid, oder nicht? Die Trailer haben sie verarscht. Das ist auch noch nie passiert. Das ist noch nie in der Kinowelt passiert, dass der Trailer ein was vorgaukelt. Und selbst die größten Kritiker hier auf YouTube sind der Scheiße aufgesessen und wundern sich, was gucken wir denn gerade? Sind wir gerade im aktuellen James Bond? Sind wir im neuen James Bond? Oder was ist das denn hier für eine Scheiße, Alter? Was ist das denn? Ja. Aber wer von den Jungs, die Fans von der Scheiße, also die auch kritisch also selbst die Fans der Jurassic Park-Reihe sind sehr kritisch mit Jurassic World 1 und 2. Wieso haben die denn erwartet, dass der dritte jetzt geil wird? Haben die das echt Ja, ernst? okay. Dann lass uns doch mal über die sogenannte Handlung, lass uns darüber mal reden, über diese brillante, gut durchdachte, logische Story, die uns hier präsentiert wird. Also, wir haben jetzt eine Grundsituation, dass auf der ganzen Welt es jetzt wieder Dinosaurier gibt. Ja. In einem kurzen Recap, dass eine Nachrichtensprecherin in einem Voice-Over kurz zeigt, dass die Dinos jetzt mit uns in Koexistenz leben. Das dauert so 5 Minuten, glaube ich, ungefähr. Genau, und die Menschen lassen sich von ihnen tyrannisieren und schikanieren.
Warum auch immer. Ja, die fliegen da über die Gegend oder hauen ein paar Autos um sich und gehen auch in Ja. keine Autobahn, verursachen Unfälle, aber der Mensch macht da halt nichts. Das ist alles. Genau, und der Mensch, der macht nichts. Aber eigentlich ist das direkt aus dem Leben gegriffen, weil die Menschen ja heutzutage hier mit den Corona-Maßnahmen und so weiter, die lassen sich ja auch gängeln, schikanieren, Richtig. Spritzen reinjagen, irgendwelche Windeln vors Gesicht packen, irgendwelche Stäbe durch die Nase ins Gehirn rammen, und Ey, sagen das ja habe ich auch auch nichts. gedacht. Das ist gar nicht so weit hergeholt. Und auch gar nicht so Ja? weit hergeholt war dann dieser Break, wo ich doch dachte, okay, das geht jetzt eventuell in eine interessante Richtung, geht das jetzt so doch viel, eventuell a little hope, a new hope, geht es in eine Philo stellen wir uns hier ein paar philosophische Fragen, weil es geht dann ja los mit einer Rettungsaktion von irgendwelchen Entenstapelrionosauriern. Weil, okay, ich so. Deine Vorfahren, Enti, deine Ja, Vorfahren. Entenstapel-Dinosaurier. Aber okay, etwas plakativ und okay, wir kennen das. Die Menschen nutzen die Tiere und Lebewesen aus, um sie zu domestizieren und so weiter. Das kennen wir alles. Und wir haben jetzt halt die Tierschützer, die keine Tiere rausholen, sondern halt Dino-Arten aus irgendwelchen Legehennen. Ja, natürlich, ja So geht klar. der Film los mit so Dino-Schützern, die da was aufbrechen und so. Ich so, okay, jetzt wird es vielleicht doch interessant. Zeigen die uns jetzt eventuell tatsächlich, wie das abläuft, wie die Menschen darauf reagieren, auf. Weißt du, wo ich hier auch eine kleine Parallele sehe? Zu Planet der Affen. Ja, schon, Das ja, so ist ja auch ein Tier, das domestiziert wurde und dann versklavt und so weiter und so fort. Verstehst du? Auch ein eben. intelligentes Tier, verstehst du? Also deswegen, ne, die Affen. Und ja, hat mich so ein bisschen daran erinnert, ja? Ja, nee. Aber es ergibt am Anfang wieder auch schon keinen Sinn, weil denen ist ja auch wieder alles scheißegal. Die retten ja nur das. Die anderen Tiere sind, die anderen Dinos sind scheißegal. Die retten ja nur seine Ding da und machen so ein Trara, dass sie Aber ja. die retten es ja hauptsächlich vor der eigenen Mutter, oder nicht? Ja, Nicht? also am Anfang ist ja diese. Ich habe es auch schon wieder fast vergessen. Fällt mir gerade ein. Das war ja ganz am Anfang. Die Der Film ist ja so. Mutter von dem Tier rennt doch noch hinter dem Wagen hinterher und will doch Ja, die. richtig, genau. Ja, Ja. der ganze Film ist ja eh so ein irres Flickwerk. Also das kann man ja gar nicht beschreiben. Genau. Und vergiss nicht, wir haben jetzt keinen Park dieses Mal, sondern wir haben ein Forschungszentrum. Ja, und dieses Aber das ist ja Forschungszentrum. die große Überraschung für alle Fans von Jurassic World, die sich auf diese Dino-Welt gefreut haben, dass wir es halt mit einem ganz generischen Platz zu tun haben. Ja, wir haben nämlich, die Regierung hat da nämlich beschlossen, dass es gibt nur, hat einen Exklusivvertrag rausgegeben, und zwar einem Milliardär mit seiner Firma, ja, BioNTech oder so, ich glaube, Heißen die? Nee, genau. BioNTech oder. Aber BioNTech habe ich auch. Ey, Ja, BioNTech. heißen die Ja, BioNTech? ich glaube, die stellen auch Impfstoffe her oder so, ja. Ja. Ja? Ne? Also Überhaupt. sagen wir einfach, sagen wir einfach BioNTech, weil das ist einfach. Weil, du kannst ja, weißt du musst ja einfach nur Bio da in Bio und Technik verknüpfen, verstehst du? Und dann hast du irgendeinen Zukunftsnamen von irgendeiner Zukunftsfirma, ja? Der Film ist so geistig milder. Nee, aber also die Rettungsaktion funktioniert halt, glaube ich, irgendwie. Das ist ja, glaube ich, sogar die Rothaarige von Chris Pratt. Die habe ich erst gar nicht erkannt. Ja, die hat, glaube ich, ein bisschen zugelegt. Oder die haben ein zu breites Filmformat benutzt oder so. Die hat auf jeden Fall zugelegt. Ne? So, und dann hatte der Chris, der scheiß Name, Trevor, hatte dann die geile Idee, ja, wir müssen ja jetzt. Die Conclusion, also die alte Trilogie mit den Ja, neuen und der Charts. Regisseur, ey, der Regisseur heißt ja Colin Ja, Trevorrow, nicht Chris. und da gibt's ja diese ultra spannende Idee, wo die ganze Welt, die komplette Welt ist von Dinos bevölkert, mit Flugsauriern, alle Städte, und der Film dreht sich um eine Heuschreckenplage. Ja, warte, warte, warte. Das mit der Heuschreckenfrage, da wollte ich gleich drauf kommen, weil das ist ja dieses hyperlogische Element. Also, folgendes. Es gibt also nur eine einzige Firma, die mit den Dinosauriern experimentieren darf. Ja, oder mit den
für die zuständig ist. Ja, Paco, Entschuldigung. Die kam sogar, die wurden einmal ganz kurz erwähnt, das habe ich heute tatsächlich durch Zufall nachgelesen, die wurden einmal ganz kurz erwähnt, tatsächlich in Jurassic Park 1. Diese Firma wurde in Jurassic Park 1 ganz kurz erwähnt, in einem Satz, Bion, tralala. So. Ja. Und dann wissen wir, wo BioNTech seinen Namen geklaut hat. Ja. BioNTech, wie heißen die? Ja, die heißt ja BioNTech oder irgendwie so, genau. Stimmt. Und auf jeden Fall, das mit dem, dass nur eine einzige Firma diesen Exklusivvertrag bekommen hat, das hat mich ja auch wieder an jetzt erinnert. Verstehst du? Weil wir haben zurzeit ja auch ein paar Firmen, die Exklusivverträge bekommen für irgendwelche Sachen. Das nennt man, früher nannte man das Monopol. Monopol. Und das war früher verboten. Du durftest nicht das Monopol haben, da der Wettbewerb sollte gesichert sein. Aber wir leben ja jetzt in Zeiten, wo der Wettbewerb verboten ist und nur noch das Monopol erlaubt ist. Ja? Diese Exklusivverträge für eine einzige Firma, weißt du, die jetzt den gekriegt haben, weil jetzt, was weiß ich, die richtige Schmiergeldsumme an den richtigen Politiker geflossen ist. Richtig, genau. Aber die Firma ist ja so scheiße reich, so verdammt reich, also die hat ja ein richtiges Weltmonopol, kann man ja sagen. Und die sind so schlau und haben so kluge Köpfe, dass diese Heuschreckenplage, die da auf einmal auftaucht, frisst alles auf, außer das Getreide von dieser Firma. Das ist überhaupt nicht aufgefallen. Also, ich weiß nicht, findest du das verdächtig? Vor allen Dingen, diese Heuschrecken sind eindeutig Dinosaurier-Heuschrecken. Ja? Das sind ja eindeutig so Riesendinger, so die aussehen, als ob die aus der Kreidezeit kommen oder so. Ja? Das heißt, wir haben Dino-Heuschrecken, die nur die Saatgut aufessen, und zwar ganz haargenau. Weißt du, siehst das abgeräumte Feld. Ja, und wie mit einem Lineal gezogen, ne, das andere Feld, und das andere Feld, das hatte die Farbe von diesem anderen Feld, hier von, die war das nicht irgendwie so bläulich sogar, so ein bisschen? Ja? Und das ist auch noch, dass man direkt sehen konnte, das ist die Marke so und so, von denen, weißt du? Und dann denken die also allen Ernstes, wir sind die einzige Firma, die überhaupt Experimente mit Dinosaurier bla 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 machen darf. Und da ist jetzt eine Dinosaurierheuschrecke, die alle Felder befällt, wo die nicht von uns das Saatgut gekauft haben. Verstehst du? Das fällt bestimmt nicht auf. Das fällt überhaupt nicht auf. Aber gut, ja, dieser Kniff im Drehbuch ist super, weil das ist eine super Einführung für Laura Dern, die wir ja aus Jurassic Park 1 und 3 kennen. Die auf einmal die Idee hat, Moment mal, was haben denn die Heuschrecken? Da gibt es ja auch eine Reminiszenz, glaube ich, also so ein Nostalgie-Moment zum ersten Teil, wo sie ja zum ersten Mal die Dinos sehen. Und jetzt haben wir den Moment nochmal. Sie steht vor etwas, sie ist fasziniert, nimmt die Brille ab und guckt auf ein abgefressenes Maisfeld. Das ist total geil. Hey, das Maisfeld symbolisiert doch das Drehbuch, oder nicht? Das war schon komplett abgefressen, keine einzige Idee mehr über. Hey, das war das Drehbuch vom ersten Teil. Jetzt nach 6 Teilen hier, ne, ist das schon so kahl, weißt du? Das besteht nur noch mit den ersten 10 Minuten. Ne? Mit den ersten 10 Minuten der Meldung. Oh mein Gott. Alle anderen außer Laura Dern kommen auf die Idee, alles abgegrast. Ja, aber warte mal. Und die Tussi, die sie angerufen hat, woran das liegt, ja, alles wurde aufgefunden, außer unser Essen. Von welcher Firma denn? Aber guck mal, mit so einem brillanten, hintergründigen, hochkomplizierten Kriminalfall, hätten Sie das nicht auch als Sherlock-Holmes-Film vermarkten können? Ja, richtig. Das ist doch das Verbrechen des Jahrhunderts. Verstehst du? Da haben wir nur eine Firma, die überhaupt mit Bio und so weiter experimentiert und die auch noch eine Abteilung für Heuschrecken hat. Hat ja sogar eine Abteilung dafür. Ich saß da im Kino und ich dachte erst, okay, jetzt, ich dachte nicht im
Ansatz daran, dass das jetzt die Story wird. Ich dachte, okay, jetzt. Ja, okay, Andy, du hast dir doch diese Komödie, also diese Satire, Jurassic World im Kino angeguckt. Das war doch bestimmt die Szene, wo alle auf dem Bauch lagen vor Lachen, oder nicht? Ja, nee, so waren, ohne Scheiß, da hat keiner gelacht. Alle waren so, ich habe schon so, es war schon, also waren einige, da waren viele dabei, die so, ist ja auch der Stadtverordnete, glaube ich, sogar. So, er war schon relativ, nicht übervoll, aber war gut gefüllt. Also. Aber ich dachte jetzt echt so, es ist jetzt nur so der Übergang, weil sie fragte, wo kommen diese Viecher her, sind immer so tut das Ding mit. Der Übergang zu Sam Neill, dass die sich jetzt halt wieder treffen. Aber ich hätte nicht im Traum daran gedacht, dass es jetzt die restlichen 2,5 Stunden noch um diese Scheiße geht. Die müssen diesen ultrakomplexen Kriminalfall lösen. Verstehst du? Da kommt dieser Umschnitt, ich weiß ja auch nicht, woher die rothaarige Tussi auf einmal wieder so schnell da in dieser autarken Gegend da ist, wo die da anscheinend leben und ihre sogenannte Ziehtochter als Sklavin halten, die ja keine sozialen Kontakte haben darf. Du darfst hier nicht weg. Ja, die haben eine Sklavin. Du darfst hier nicht raus. Ja, weil sie ist was ganz Besonderes, denn sie wurde geklont. Sie wurde ja geklont. Also, so. Ja. Auf einmal und in einem Grund ist sie aber was Besonderes und auch dieser Blue, den sie uns als was Besonderes verkaufen wollen, ja, den versuchen sie uns ja seit drei Filmen unterzuschieben. Verstehst du? Ja, weiter. Da kommt der erste Magic Moment, wo Chris Pratt die magische Hand zeigt, wo der so ein bisschen zickig wird. Also, nee, hau ab, nicht rumzicken hier, alles gut. Das erste Mal. Da wird die Kleine ja relativ, sind wir doch bei den ersten 15 Minuten, da wird die Kleine entführt relativ schnell. Aber ohne Scheiß, diese abgestandene Blue-Storyline, ja, kommt dir das nicht so vor, als ob du in die Kneipe gehst und die sagen dir, also beim ersten Mal, wo sie dann mit Blue-Scheiße angekommen sind, die Blue sind diese Raptoren, ja, die hier mit dem, ist einer von diesen Raptoren, der ist was ganz Besonderes, Blue ist anders wie die anderen Dinger, okay. Weil im Drehbuch steht das so. Ja. War im ersten Teil schon so. Und da kriegst du also diese abgestandene Story zugeschoben. Das ist auch, du gehst also in die Kneipe, verstehst du? Und so nach dem Motto, der Wirt, ne, sagt dann, ja, ich weiß, du wolltest ein frisches Bier haben, aber ich habe hier noch eine abgestandene Idee, verstehst du? Ein abgestandenes Bier von, steht hier schon seit ein paar Monaten, seit ein paar Jahren steht das hier rum und schiebt dir das so zu, verstehst du? Ne? Und du sagst dann da schon, nee, will ich eigentlich nicht wirklich, verstehst du? Ne, ist nicht mein Ding. Da kommst du das nächste Mal wieder, beim zweiten Teil, bei Jurassic World 2, und dann versucht er dir wieder, verstehst du? Du sagst, bitte ein frisches Bier oder irgendwas, verstehst du, ne? Und dann, nee, hier, ich hab hier noch das vom letzten Mal, was du letztes Mal nicht haben wolltest. Verstehst du, ne? Und versucht dir das wieder anzudrehen. Ja? Aber, Paco, genauso wie in der Kneipe, wo ich dann den Wirt fragen würde, ey, das mit dem Bier ist uns nicht am Ernst, das habe ich bei dir überhaupt gedacht. Ich dachte bis zum Zeitpunkt echt, das kann jetzt nicht die Story sein. Weil auf einmal taucht dieser Typ auf, der ja eigentlich nur das Baby vom Blue klauen möchte, aber zufällig das Mädchen entdeckt. Oh, ich hab das Baby vom Blue entdeckt. Aber auch zufällig die Kleine. Und die entführen wir mal ganz einfach. So, das ging ja so schnell und war echt brutal. Ja, genau. Und die haben irgendwie auf der Brücke angehalten und ist ja fast freiwillig eingestiegen und zack, boom, bang, war die Kleine ja entführt. Und ich so, okay, jetzt da habe ich gehofft, so, jetzt geht der Film los, jetzt wird spannend. Aber das war's, das ist die Story. Naja, ja genau, das ist die Story. Denn jetzt. Ey, Andy, jetzt geht's erst richtig los. Denn jetzt geht Chris Pratt und seine Tussi da, die gehen jetzt in. Ey, weil, guck mal, das ist wieder so wie bei Police Squad. Ja? Wie bei Police Squad. So nach dem Motto, ha, wir haben da diese Kontakte. Verstehst du, ne? Und dann gehen die, fragen die irgendwen oder gehen zu irgendjemandem und kriegen dann genau den Tipp für den Bazar, die relevante Person, die gerade die Tochter abgegeben hat, hier, die Flugzeug, weißt du, die ist dann genau auf diesem Bazar, das ist ja ein Schwarzmarkt für Dinosaurier. Ja?
Und dieser Schwarzwald-Dinosaurier, der ist ja besonders, deswegen macht er ja besonders viel Wind, weil die ja überall rumlaufen auf der Welt. Verstehst du? Aber ohne Quark, die Kleine wird ja entführt und die beiden machen sich ja irgendwie gleich auf die Jagd. Ich weiß gar nicht mehr, wie die auf die Spur kommt von der Kleinen. Das ist voll total durcheinander. So, aber sind die ja irgendwie in Malta und die Schwarze ist ja erst voll die Hammer-Hardcore-Party-Dretschlampe, der ist ja alles scheißegal. Die dealt ja mit diesen Dinos und sie sieht ja auch, dass da ein Kind verschifft wird und ihr ist es erstmal scheißegal. Also, genau, und sie sagt ja auch zur Mutter, ich halte mich da raus. Erstmal. aber auch. Aber vor allem dieser witzige Zufall, dass die sich auf dem Klo beim Weg laufen und sie genau diese Person, die ihre Tochter gerade noch abgegeben hat, verstehst du, ne? Was war das für eine Bilder, der Scheiße? Das ist so geil. So, hä? Ich so, was mache? Ich dachte echt, dass meine, also die ersten zwei Teile waren ja schon ultra behindert. Aber ich konnte nicht glauben, dass das tatsächlich ernst meint. Aber die meinten das ja tatsächlich ernst. Da gab es ja diese Schwarz-Tino. Ja, aber ist dir noch was aufgefallen an der Struktur der Story, was für ein wokes Feeling die hatte? Ja? Weil wir haben zwei schwarze Schurken am Anfang, nämlich diese eine Frau, die Pilotin da und der Kerl, der schwarze Assistent von unserem weißen, alten weißen Mann, ja, der ja der Hauptschurke ist. Und der aber, verstehst du, am Anfang war der Schwarze ja Mitschurke, war er sein Assistent, ja, ne? Aber am Ende stellt sich heraus, dass beide schwarze Figuren, verstehst du, sind ja eigentlich im Herzen gut. Jetzt nicht so wie die alte weiße Mann-Figur, ja. Aus dem Nichts werden die gut. Aus dem Nichts beschließen beide, wir arbeiten jetzt mal für die andere Seite. Und dieser schwarze Assistent übrigens war ja seine rechte Hand. Ja, doch, aus dem Nichts. Also, und Chris, das Geile ist ja, Chris Pratt fragt ja danach, ich verstehe gar nicht, wieso hilfst du uns überhaupt? Ja, einfach so. Um Jurassic Park 3 zu zitieren, Andy, du hast ja gar nicht richtig zugehört beim Dialog. Sie hat doch gesagt, so steht's im Drehbuch. Das war ja, als er gefragt hat, warum machen wir das und das, und dann sagt sie doch, ja, aber so steht's doch im Drehbuch, ja, wir sollen jetzt genau hier sein, weil es steht ja im Drehbuch so, ja. Ja, aber das war ja nur Zufall Nummer eins. Also die sind ja auf der Spur ihrer Ziehtochter gekommen, ne? Plus diese komischen Kämpfe, plus er wollte noch diese Tussi, die das für BioNTech da gemacht hat, die auch noch zufällig diesen Laserpointer hatte, womit sie die Dinos fernsteuern kann, wo sie so ein Target machen kann. Genau. Mit dem Laserpointer auf den Typen und dann jagen die genau ihn. Und dann kriegen wir ja tatsächlich, da habe ich den Ultralacher gekriegt. Das ist ja, das war ja Jason Bourne Copy Deluxe, ey. Das ist ja unfassbar. Da war ja 1:1 die Fenster-Szene von Jason beim dritten Bourne-Teil. 1:1 die Szene, wo er vom Balkon in das Fenster springt, haben die. Ich glaube, das ist die gleiche Szene. Die haben nur Matt Damon mit dem Dino ausgetauscht. Die haben einfach die Szene reingeschnitten, weil da wird er ja sieht man ihn, glaube ich, nur von hinten oder so. Verstehst du? Deswegen so, dass man, ja, schneid die Szene mal rein, das passt schon, das fällt nicht auf bei der Hektik. Ja, aber so haben wir ja schon mal, ich glaube, immer noch, sind wir bei Minute 20, ja? Wir kriegen auch schon mal unser erstes Action-Set-Piece, oder? So, jetzt kriegen wir auf jeden Fall diese toll getrickste Motorradjagd. Weil die ja alle mit dem Laserpointer, war das schlecht. Also, ja. Auf jeden Fall, diese Tussi, die sie da auf dem Klo treffen und dann erst will sie nicht und dann will sie doch, als sie sieht, dass die andere da irgendwo vom Balkon hängt oder so. Wir haben ja vorher noch ein bisschen Action hier in diesem Schwarzhandelmarkt da, ja, wo die Dinos da dann auf einmal Amok laufen, ja, und da auch dann da die Leute verfolgen und so weiter und so fort in diesem arabischen Dorf. Hier, Respekt für die Vize, ne? Also der eine Typ sagt ja sogar noch, er fragt ja, für wen, wo ist unser Kind, wo ist sie? Und er lässt ihn trotzdem sterben oder auffressen. Ne? Er tut ja gar nichts.
diese Ratte. Der lässt sich total. Also, das zeigt jetzt zwar nicht richtig, aber okay, ich habe meine Info, okay, da bist du halt tot. Also, Kopf ab, Beine ab. Ja, so, genau. Ja, auf jeden Fall, dann ist er da diese Action und dann beschließt dann diese Pilotentussi, ne, die noch eine Minute vorher gesagt hat, sie will mit nichts was zu tun haben und wohl die Harte raushängen lassen wollte, ja, ist dann, hat natürlich einen weichen Kern und ist ein guter Mensch, ja, weißt du, und sagt dann, okay, alles klar, wir werden jetzt mal da eben hinfliegen und crasht dann ihr Flugzeug. Nee, warte mal. Nein, nee, nee, warte mal. Wir werden mal eben hinfliegen, aber wir schießen vorher deine Ginger-Freunde mal erstmal mit dem Schleudersitz raus. Und Ja. dann fliegen wir dahin. Warum jetzt? Ja, denn Wieso hat sie hat, er es gibt nur einen einzigen Fallschirm an Bord und der Fallschirm ist natürlich in diesem Schleudersitz, aber sie, die anderen haben keinen Fallschirm. Und was ich ein bisschen seltsam finde, weil das ist ja ihr Flugzeug. Sie ist ja nicht nur die Pilotin, das ist ja auch ihr Flugzeug. Verstehst du? Ne? Also, und sie ist ja auch klar, dass manche wollte Pferde. er loswerden? Er weiß doch, dass da alles voller Dinos ist. Also er Ja, stellt aber vor allen Dingen auch fliegende Dinos, ja? ja, er zu dem. Sie wird ja auch gleich. Also, dass sie. Ich Ja. glaube, er Ja. wollte sie loswerden. Ja. Also, ich glaube, Auf er stand jeden einfach Fall. schwarz. Also, verpiss dich mal, Alter. Tschüss. Sie wird ja Ja, gleich von auf jeden angegriffen. Fall. Er wird ja erstmal gefragt, hier geben Sie Ihren Code und dann versuchen Sie wieder eine hier eine Last Jedi-Szene, wo wir ein witziges Hin und Her über Funk haben, wo dann jemand so tut, als ob er jemand anders ist oder keine Ahnung, Oder ob die Funkstörung oder. Funkverbindung abbricht. Genau, und vergiss nicht, dass die Wo ja bist du unbedingt die da. da? Guck Die, mal, nee, der meint eine andere vergiss. Galerie, der meint Aber die Galerie. guck mal, wir haben ja vorhin schon darüber geredet, dass sich auf einmal die beiden schwarzen Charaktere dann doch als gute Menschen herausgestellt haben und dann nur der letzte, nur der letzte, der Weiße da, der Arsch am Ende ist, ja. Aber vergiss nicht, ja, das ist ja ein Woke-Element. Aber vergiss nicht das zweite Woke-Element, denn unsere schwarze Superheldin hier, also die Pilotin, die ja, ne, mit, die musste ja unbedingt klarstellen, dass sie lesbisch ist. Ja, das war wichtig. Das war wichtig. Sie stehen Ne? auch auf Rothaarige, hat sie ja gesagt. Genau, es musste ja unbedingt klar gemacht werden, obwohl es überhaupt nichts zur Story beiträgt, Während obwohl es eines völlig. Absturzes, während sie Ne, abstürzen, während sie genau. abstürzen, Ne. fragt sie, ja, seid ihr zusammen? Seid ihr, nee, nee, wir sind nicht zusammen. Also, aber du liebst sie doch. Ja, ich liebe sie. Ja, das verstehe ich. Ich stehe auch auf Rothaarige. Ja, Genau. das musste rein. Das musste rein. Genau. Und dann, guck mal, Folgendes ist passiert, Andy. Ja, ne, als sie das Ding am Drehen waren, ist denen dann aufgefallen, oh Scheiße, wir sind jetzt schon bei Minute so und so, wir haben jetzt nur so und so viele Checkpoints hier von der Woke-Liste. Ja, Sind bei Minute ne, 25. wir brauchen noch eine schnellen, wir brauchen jetzt noch schnell eine Lesbe. Verstehst du? Ne? Weil sonst kriegen wir die ganzen Checkpoints nicht abgehakt auf dieser grünen Liste hier, die wir vom Produzenten bekommen haben. Weißt du? Und da haben sie das dann noch eben schnell diesen Satz. Hey, schreib noch diesen Satz da mit rein. Weißt du, so, die soll sagen, dass sie auch auf Rothaarige steht. Also Während des auf jeden Fall, Abspiels. Ja. ohne Scheiß, Chris Pratt muss sie ja wirklich lieben. Also er ballert sie mitten bei Flugsauriern und Sauriern unten mit Schleudersitz raus. Sie wird gleich angefressen, also fast aufgefressen, bricht sich fast das Genick. Da ist das erstmal scheißegal, wo sie ist. Die kümmert sich ja erstmal gar nicht mehr. Ja, und übrigens, jetzt haben wir auch einen weiteren Beweis, dass der 11. September ja kein Beschiss war. Denn wie Flugzeuge sich bei einem Aufprall verhalten, verstehst du? Ich habe ja schon immer gesagt, Flugzeug ist ja eins der härtesten Materialien, die es gibt und die stabilsten Materialien, die es gibt. Wenn jetzt ein Flugzeug jetzt gegen Stahlträger oder was weiß ich, gegen Stein, Beton, Eis oder Eisfläche kracht, verstehst du? Dann wird das nicht zusammengequetscht wie eine Aluminiumdose. Ich weiß es gar Ne? nicht. Wo Es sind die rammt, das Flugzeug rammt sich in den Berg, bleibt aber so einigermaßen heile von innen. Da, Verstehst du? ja. Ne? Dann kommen wir Und schon zum nächsten Action-Set-Piece über die Weise. ne? Verstehst du? Und guck mal, der Witz ist, wir sehen ja gar nicht, wie sich das da reinrammt, weil wie sollen sie das filmen? Verstehst du? Weil wie schon gesagt, wenn ein Flugzeug gegen eine harte Sache prallt, ja, ne?
dann verstehst du, das ist nur eine Aluminiumdose. Ja, ne? Und sowas wie eine Eis, wie ein zugefrorener See oder ein Berg oder irgendwas Solides, ja, wo ein Flugzeug gegenkracht, da. Aber dann haben wir so eine Szene, wo das Flugzeug sich da reingebohrt hat, wie aus einem Comicstrip. Du siehst ja manchmal so verarscht. Beide absolut verletzt. Beide, ja. Kein Kratzer, nicht eine. Ja, genau. Du siehst das ja manchmal so in so Comics, die nicht ernst gemeint sind, oder in Zeichentrickfilmen, wenn Flugzeuge gegen irgendwas prallen, dann rammen die sich dann so rein in das Gebäude und hängen dann so halb drin oder so, verstehst du, ne? Also, und so kam mir das vor. Ich habe gedacht, oh mein Gott, das ist tatsächlich. Ey, spätestens da müssen doch auch die Zuschauer bei dir gemerkt haben, dass das eine Komödie ist, oder nicht? Also, da waren tatsächlich nicht viele Lacher. Es waren nicht viele Lacher. Ich bin ja gar nicht rausgekommen aus dem Lachen. Ich habe mich auch schon geguckt, ich habe mich beherrscht, weil meine Begleitung ist schon am Hardcore-Fan von dieser Scheiße. Ich habe mich auf aber ohne Scheiß, Flugzeuge, die sich in irgendwelche harten Gegenstände rammen, weißt du, ich meine, bitte, das ist auch der Brüller. Ich habe den Verdacht, dass die Glocken, weil ich glaube, wir sind erst bei Minute 35 oder so und der Film geht ja noch 2 Stunden, dass wir immer noch auf dem Weg zur Story sind, wo die hinwollen. Vielleicht haben die darauf gewartet, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Ja, aber guck mal, so kommen die also dahin, aber die anderen hier, Laura Dern und Dings da, die gehen ja den legalen Weg oder halblegalen, weil Steve Guttenberg ist ja zufällig auch in diesem Institut, ja, und Jeff Goldblum. Ja, genau, Jeff Goldblum, und hat auch die richtige Freigabe, die sie brauchen. Stimmt, er arbeitet da als Hure eigentlich, also er hat sich da kaufen lassen und hält da Vorträge und macht Werbung für ihn. Er arbeitet da als Hausphilosoph. Das ist unfassbar. Ja, das war total schräg. Und Laura Dern ruft einmal an und dann lässt er sich 2 Tage Schuhe machen. So, es ist doch ein. So, es macht doch vollkommen Sinn. Es ist ein streng geheimes Institut, ja, wo, mit Top Security, wo keiner rein und raus darf, ja. Und das ist doch klar, dass da Vorträge gehalten werden und dass es da Besucher gibt und so weiter und so fort, oder nicht? Ja, und die kommen ja auch einfach so rein. Auf Einladung von ihm. Ja, aber der Chef, ja, warte mal, aber der Chef hat den doch Bayern gesagt, der BioNTech-Chef hat den doch gesagt, hier, wenn diese ganzen Besucherströme kommen und so weiter, ne, sagt denen, die sollen auf keinen Fall diesen Aufzug benutzen, der in die geheimen Labors führt und so weiter und so fort. Ja, die haben ja 2 verschiedene Aufzüge. Und die sagen ja auch immer dabei, benutzen Sie nicht diesen Aufzug, ja, weil der führt in unser streng geheimes Waffenlabor, ja, und da, wo wir die Experimente mit den Heuschrecken machen und so weiter, ne? Ne, benutzen Sie diesen anderen Aufzug. Das war drehbuchmäßig top gelöst, weil wir hatten ja kein Zeitfenster, um in diese Kelleretage zu kommen, aber der Schwarze sagt ja, hören Sie zu, ich muss jetzt dringend ins Büro. In einer halben Stunde treffen wir uns wieder. Ich habe jetzt eine halbe Stunde keine Zeit. Bis gleich. Genau. Aber benutzen Sie nicht diesen Aufzug. Nicht den der in unsere Geheimlabors, da wo wir die Experimente machen und das, was Sie eigentlich suchen hier, da finden Sie das, ja. Aber den bitte nicht benutzen. Ja, ne? Benutzen Sie bitte den anderen Aufzug. Ja. Ey, weißt du, woraus diese Szene war? Ich glaube, die haben die gar nicht mal neu gedreht. Ich glaube, die haben die direkt aus Kentucky Fried Movie rausgeschnitten. Weil wir haben doch da auch, wo unser Bruce Lee verschnitt, bei Kentucky Fried Movie auf der Insel von Dr. Claw ist. Hier, ja? Auf der geheimen Insel. Da haben sie auch diese Führungen und so weiter. Ja? Und da sagen sie auch, und hier sehen sie die geheimen Labors von Dr. Claw, ja? Hier, wo er seine Menschenexperimente macht und so weiter. Ne? Weißt du, was so schräg ist? Dass, so generisch dieser scheiß Drecksplot ja auch ist, die 2 Toy-Story-Stränge passen überhaupt nicht zusammen. Auf der einen Seite suchen die einen Beweis dafür, dass diese Heuschreckenscheiße, was die eben schon wissen, von diesen BioNTech-Leuten ist. Auf der anderen Seite haben wir Indiana Jones Abenteuer auf Crystal und Superspeed. So, das ist überhaupt kein. Das passt ja, nicht zusammen. Ja, genau. Und vergiss auch nicht, wie war das jetzt am Ende? Am Ende, als alles verloren scheint oder keine Ahnung, als hier wieder Chaos herrscht, warum auch immer, da will doch der Chef die Heuschrecken vernichten, um die Beweise zu vernichten, oder wie? Ja, macht er ja auch. Aber die haben ja so viel Kohle,
dass das Sicherheitssystem im Arsch ist und die Heuschrecken brennend durch die Gegend fliegen. Und Laura Dern sagt, oh, er will die Beweise vernichten. Ja, warte, 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 warte. Andy, Andy, also ich erkläre dir jetzt mal, weil du scheinst die Logik ja gar nicht zu verstehen. Also, die normalen Heuschrecken, die normalen mutierten Heuschrecken konnten ja natürlich nicht ausbrechen aus dem Glaskasten. Ja? Ne? Aus dem weil das ist ja Sicherheitsglas. Verstehst du? Aber als er da das Feuer, also das Labor da unter Feuer da gelegt hat, ja, ne? Da und als die Heuschrecken dann angefangen haben zu brennen, verstehst du, waren sie ja dann heiß. Und als heiße Heuschrecken, weil wenn du Tiere anzündest, ja, ne, dann weiß jeder, dass sie dann super Kräfte bekommen. Ja, das ist nicht so, dass sie dann elendig verbrennen und sterben oder so, ja. Nein, die sind dann richtig gefährlich. Und dadurch, dass sie gebrannt haben, ja, hatten sie ja dann nicht nur den Druck, den sie selber aufgebaut haben auf das Glas, sondern auch noch die Hitze durch ihren brennenden Körper. Ey, die konnten aber auch noch eine Performance fliegen. Das war so eine Flugshow. Genau, dadurch konnten sie nicht nur durch das Sicherheitsglas durch, sie konnten dann auch noch durch die Decke. Und da haben wir wieder die Stahlträger-Theorie, verstehst du, ne? Sie sind ja oben aus der Decke rausgekommen. Ey, aber Gebäude. Vergesse ich den geilen Story-Kniff, dass gleichzeitig die Kleine ist ja so wichtig, dass sie auch gar nicht bewacht worden ist. Die konnte einfach so rausrennen aus dem Ding. Da hat keiner drauf aufgepasst. Sie sagen ja, ja, aber das macht, also für mich macht das völlig Sinn, weil es ist ja nur ein kleines Mädchen, die völlig unwichtig ist. Und sie also, scheiß drauf, dass sie geklont ist, ja. Ja, auf einmal, hast du recht. Und dann kommen wir wieder zu dem Story-Strang, dass der Schwarze ja auf einmal gut ist, der böse war, seine rechte Hand. Und, genau. Und schickt Laura Dern und Sam Neill in diesen komischen U-Bahn-Dingsbumster an Subway oder what the fuck. So, genau. Er hatte zwar auch keinen Grund, die Seite zu wechseln, aber egal. Aber er kümmert sich auch um die Kleine. Ich weiß gar nicht, warum er wusste, worum es überhaupt geht. Er wusste es anscheinend aus dem Nichts. Ist der Hellseher? Er wusste das? Weil ich habe keine Ahnung, worum es ging. Der Zuschauer, der blieb ja voll im Dunkeln, ja? Tatsächlich. Hey, wahrscheinlich hatte er als einziger eine Kopie vom echten Drehbuch, ja? Was ist das für ein behinderter Wahnsinn gewesen? Zudem sind sie sich ja Sandine und Laura Dern und die Kleine ja überhaupt nicht davor überhaupt nicht großartig begegnet. Also, das passiert ja irgendwie. Ja, die haben eigentlich gar keine Ahnung, wer das sein soll. Aber die haben ja noch ein paar Zeilen eingebaut hier als der Gutenberg, als sie mit dem. Scheiße, ich hab vergessen. Ja. Es gibt noch zwei Action-Set-Pieces nach dem Absturz. Bauen sie ja diese obwohl die ganz, ganz interessant inszeniert war, mit diesem, obwohl ohne Kontext, aber mit diesem Saurier unter Eis. Ja, ja, klar, wir haben erst den Saurier, der läuft da lang, verstehst du? Dann bricht das Eis und dann taucht er auf einmal unter das Eis, weißt du? Und es stellt sich heraus, es ist ein Landwassersaurier, der anscheinend auch unter Wasser so ganz gut zurechtkommt oder so, ja? Und sie hält, und dann kopieren die noch eine Szene aus Jurassic Park 3, wo sie da irgendwie am Fallschirm da rumbaumelt, während sie dann da runterfällt und wegkriecht, was schon wieder eine Kopie aus Teil 1 ist, weil in letzter Sekunde kommt ja schon wieder der T-Rex und rettet sie. Das hatten wir auch erst 5-mal. War das nicht ein Saurier, der sogar auch noch fliegen konnte? Also das war, glaube ich, da war dann einer, der fliegen konnte. Sie hat sich durch das Wasser so weggeschlichen. Das war ganz inszeniert, aber es passte halt irgendwie null. Es war so ein Versatzstück, was. Aber das passte gar nicht zur Handlung. Ja. Aber ist das so durchs Wasser gegangen? Und auf einmal kam, glaube ich, so ein anderer. Und dann haben die sich, glaube ich, zufällig gefunden. Ja. Die rennen doch beide durch den Wald. Warte mal, vielleicht war das der Jesus-Saurier. Hier auf dem Wasser hat er sich genauso gut fühlen können wie an Land. Ja? Ne? Was denn das? Das habe ich schon lange nicht gesehen. Und dann rennen die beiden doch durch den Wald. Er und seine neue Vogue-Lesben-Freundin. Sie ist ja scharf auf die Rosarie. Ja. Und durch Zufall treffen die sich doch auf einmal so, hallo, ach, da bist du ja eigentlich. Ja, genau. Die haben da so getroffen. Ja, nee, warte mal, die Kleine kannte die ja, weil die hat ja die ersten drei Jurassic Park, die hat ja die ersten drei Jurassic Park Filme gesehen. Ja?
Hey, bist du nicht die aus den Jurassic Park Filmen? Wir sind jetzt gerade in Jurassic World. Wusstest du das? Ich kenne dich doch. Und sie so, hey, ich kenne deine Mama. Ach, du kennst meine Mutter. Ja, Ja, was, wie warst genau. du denn drauf? Ach, das war ein ganz toller Mensch. Es ist, ey, Ey, ey. vergiss nicht, dass der Sam Neill noch gesagt hat, dass er sich mit der Chris Pratt-Arbeit auseinandergesetzt hat. Hey, ohne Hey, Scheiß. Sie sind doch der, der die Dinosaurier, der die Raptoren hier trainiert hat. Ja, Pango, das ist das erste Mal, wo ich gefragt habe, wie lange geht der Film noch? Und dann sagte sie zu mir noch 1,5 Stunden. Ich so, was? Ich dachte, der hat sich so scheiße lang angefühlt, aber wir sind immer noch bei Minute 60 irgendwie. Hey, aber warte mal, du bist doch auch einer von denen, die diese Petition unterschrieben haben, den Trevorrow-Cut, ja? Der längere Trevorrow-Cut. Release the Trevorrow-Cut from Jurassic World 3. Also, das ist unfassbar, ey, weißt du das? Nee, Ja, aber ich und denke, die haben alle Schneider. die brauchen ja die scheiß Heuschrecke. Durch Zufall fällt der eine Heuschrecke überlebt ja und fällt genau ins Auto von Laura Dern. Ah, wir Ja, haben gerade eine sowas passiert ja. Stürzer. Da haben wir unseren Beweis. Weil es geht ja, wir wollen nicht vergessen, es geht ja nicht um Dinos, es geht ja um eine Heuschrecke. Und Andy, guck mal. Ich meine, das Labor anzünden, ja, in Brand stecken, um irgendwelche Sachen loszuwerden. Ich meine, wir reden ja immer noch von Lebewesen. Würde es nicht mehr Sinn machen, wenn man einfach nur die Luft absaugt oder sonst irgendwas und dann würde ja auch alles da drin sterben und dann müsste man nicht das Gebäude in Brand stecken. Das habe ich auch nicht verstanden. Wieso hat er das gemacht? Ey? Und wieso hat er Verstehst so du? lange gedauert? Weil die wollten doch nur, guck mal, die wollten doch nur die Tiere töten. Die wollten doch das Equipment drumherum und so weiter, verstehst du? Die waren doch sowieso in dem Glaskasten. Da hätten sie doch einfach nur die Luftzufuhr, die hätten die Luftzufuhr abschalten müssen, weil da muss ja immer Luft reingepumpt werden. Das ist ja, sind ja hermetische Räume sowieso. Verstehst du? Die hätten einfach gar nichts machen müssen und dann wären die Dinger eh verreckt. Die sind ja nur am Leben, solange du da Luft reinpumpst und zirkulieren lässt. Aber du kannst auch gar nicht darüber nachdenken, weil wir kommen ja schon zur nächsten Spannungsszene, weil da merkt ihr der Bond-Bösewicht. Moment mal, ich glaube, hier mein lang angestellter Jeff Goldblum, der ist vielleicht nicht auf meiner Seite, obwohl seine rechte Hand ja schon die anderen rausgefahren hat, was er auch nicht gemerkt hat. Ah, du meinst, weil mit seinem Sicherheitscode die Leute da reingekommen sind und er dann noch gesagt hat, die haben den Code von dem und dem benutzt. Ja? Hier Von Jim stimmt auch was nicht. Goldblum. Totale Überwachungssysteme, aber mit ihnen stimmt auch was nicht. Ich komme nicht noch. Aber ist ja auch nicht so wichtig, weil die Kleine ist ja auch schon weg. Die Kleine war ja auch nicht so wichtig, weil die Kleine ist ja auch schon irgendwie abgehauen. Ne? Wie auch immer. Ja, aber wieso? Ist doch klar, ey, wenn du ein streng geheimes Labor da betreibst und so weiter, dann ist doch klar, dass du diese Sicherheitsfreigabe für dieses Labor natürlich auch irgendwelchen Gästen gibst, die da Vorträge halten, oder nicht? Ey, und der Typ, der seit Folge 1, seit Jurassic Park 1, hier, dieser Chinese da, oder was er war, Ja, Wang, der Wang. baut seit Jurassic, der hat in Jurassic Park 1 Scheiße gebaut, Jurassic Park 2 Scheiße gebaut, in Jurassic Park 3, Jurassic World 1, in Jurassic World, der baut immer nur Scheiße und bereut es dann am Ende des Films. Oh, ich habe einen Fehler gemacht und ich möchte das wieder. Moment einmal, aber mit dem haben wir doch am Ende diese wunderschöne Szene mit der Heuschrecke, die er da freilässt und die sich dann mit den anderen Heuschrecken trifft. Ey, mir brennt schon der Schädel weg. Ey, das war echt eine Folter der Scheiße. Das ist unfassbar. So, ging es dir auch so, dass er so lange vorkam, obwohl erst eine Stunde vergangen ist. Lange vorkam, ich habe das Gefühl, ich bin immer noch am Schauen. Ja, natürlich. Ich sagte, ich werde in nächsten Wochen nachts schreiend aufwachen, so nach dem Motto, habe ich den jetzt endlich durch? Scheiße. Ohne Scheiß, das habe ich. Guck mal, der hatte schon. Okay, jetzt. Die Effekte sahen teilweise gut aus, aber zum größten Teil. Ganz am Anfang sahen die richtig scheiße aus. Ganz am Anfang sieht man auch, das sieht man auch schon im Trailer, wie Chris Pratt auch seine scheiß Handbewegung macht. Und man sieht richtig, dass sie vor so einer Art scheiß Leinwand stehen oder sowas. Das sieht total. Ey, Das. aber Andy, Und du musst ja, du musst, du musst. Scheiß, auch wo die den scheiß durch den scheiß Schnee laufen, da ist keine Haptik.
Du, da passiert nichts. Andy, du musst jetzt aber auch ein bisschen fair bleiben. Wenn du die Szenen aus dem Mülleimer wieder rausholst, verstehst du? Erst die ganzen Szenen, die scheiße aussehen, schneidest ja erstmal raus und dann merkst du, scheiße, ich hab nur noch 20 Minuten. Verstehst du? Das heißt, du holst die Szenen dann wieder aus dem Mülleimer raus und da, in dem Mülleimer war ja vielleicht, was weiß ich, irgendein Dreck, irgendein Joghurt, den irgendein Angestellter nicht ganz aufgegessen hat und so weiter. Verstehst du? Dann hast du natürlich dreckiges Filmmaterial und verstehst du, wenn du das dann wieder einfriemelst und dann die Tesa-Klebestreifen und so weiter und so fort, verstehst du? Und da kannst du doch froh sein, dass das noch so gut ausgesehen hat. Aber laut Wiki hat der Film ja so um die 170 Millionen Dollar gekostet. So um den Nein, Dreh. nein, der Film hat 70 Dollar gekostet, verstehst du, ne? Und diese 170 Millionen, als sie gemerkt haben, oh Scheiße, das ist ja vorne und hinten nichts, das war dann oh, dieses Reparieren, verstehst du? Ha, weißt du was? Ah, nee, wir machen hier noch ein bisschen was, wir machen da noch ein bisschen was. Ey, lass uns doch mal noch diese Szene einbauen. Okay, die ergibt keinen Sinn im Kontext der Gesamthandlung, aber scheißegal. Aber wie kann das denn angehen? Warte mal, Jurassic World 2 ist doch so 4, 5 Jahre alt und Jurassic World 1 noch ein bisschen älter. Wie kann das denn angehen, dass die anderen beiden waren ja schon effektmäßig nicht das Gelbe von einem. Am ersten Jurassic World eh ultra scheiße. Das sieht ja noch schlechter aus. Und Jurassic Park 1 sieht immer noch super aus. Wie kann das denn angehen? Das ist ein absolutes Downgrade. Hey, das Geheimnis kann ich dir, ich kann dir das verraten. Das ist dasselbe Geheimnis wie bei Terminator 2. Der Witz ist, dass die bei Terminator 2 und auch bei Jurassic Park 1, da haben die gar nicht so viel CGI benutzt. Die haben da Animatronik, richtige Modelle gebaut. Eine richtige Animatronik, so wenig CGI und im Dunkeln Genau. hauptsächlich, Und ne? CGI haben sie immer nur dann, wenn es unbedingt, wenn es überhaupt nicht vermeiden werden, nur für so ein paar Sekündchen und so weiter, verstehst du, ne? Und den meisten Szenen, die Leute denken, boah, was ist das für ein Effektstreifen und da brillantes CGI und so weiter und so fort. Aber es ist nur ganz kurz, die sind nur ganz kurz, die CGI-Szenen. Meistens sind es Props. Meistens sind das nach echte, echt, die sind die Sachen echt. Deswegen sehen die auch heute immer noch echt aus. Aber die haben doch, also so liest Bei man zumindest, Jurassic Park 1 haben die die einen haben. Dinosaurier gebaut, einen echten Dinosaurier gebaut. Und der, ne, genau, hat sich vollgesogen mit Wasser, ja, ne? Und deswegen konntest du den nachher nicht mehr bewegen. Und da war voll der Horror, damit zu drehen. Aber sie haben sich diese Mühe gemacht. Und deswegen sind diese T-Rex-Szenen, die haben echt einen T-Rex gebaut für diese Szenen, ja? Nachgebaut. Ja, richtig. Ja? Ja, Und aber die haben ja auch angeblich für Jurassic, also das sieht man ja, am Ende sieht man erst ganz kurz, okay, da haben die ja wohl echt anscheinend, also okay, hier absolut Perlen für die Säue, wohl für die Schlussszene, also auf jeden Fall mit dem Fenster, das sah schon, das ist, glaube ich, die einzige Szene, die so ein bisschen echt aussah. Aber am Anfang im Hellen, im Schnee, streichelt Chris Pratt mit seiner Handbewegung einen digitalen Dinosaurier, der nicht da ist, was man sieht. Also ob der auf der Leinwand projiziert ist, das könnte mir selber. Das sieht so scheiße aus. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich meine, da sah das ja in Roger Rabbit noch besser aus, wo die Zeichentrickfiguren und die echten Figuren zusammengearbeitet haben, ja? Ey, was für eine. Das ist unfassbar, ey. Ja, Das ist einfach, wir sind immer noch nicht fertig. Wir sind noch nicht mal Anfang Richtung Finale. Oh mein Gott! Die landen doch von diesem komischen Subway, landen doch mit dieser geklonten Kleinen in diesem seltsamen Keller. Genau, Das muss ein ja. riesiger Keller sein, weil da lagern die ja auch die Dinos, weil wir brauchen mal wieder eine Dino-Szene. Da sind halt Dinos. Wo es eine brenzlige Situation gibt und Jeff Gold, nee, der Schwarze rettet die, ne? Weil Jeff Goldblum tippt da ja rum und kennt den Code nicht. Aber der Schwarze, der ohne Motiv auf einmal auf deren Seite ist, gibt in letzter Sekunde den Code frei, dass sie da gerettet werden. Das habe Genau. ich überhaupt nicht verstanden. Was war das denn? Was war Ja, das denn? ja. Jeff Goldblum und Ich war so geprägt. was ich auch faszinierend finde bei dieser Szene speziell, die einen sind ja eingesperrt. Wir haben ja, das ist eine Situation so ähnlich wie bei Tempel des,
Tempel des Todes, wo die sich in der Höhle eingesperrt haben und da war jemand draußen und sollte dann einen bestimmten Hebel hier, da war die Frau noch draußen und sollte dann irgendwo schleimig irgendwo reingreifen in so einem Loch und einen bestimmten Hebel ziehen, damit die wieder raus können, bevor der Raum zusammengedrückt wird, hier bei Tempel des Todes. Kannst du dich ja vielleicht noch dran erinnern. Ja, ja. Ja, genau. Ja. Und da hatten wir so eine ähnliche Situation. Da haben sich eingesperrt, irgendwie, ja, und draußen war ein Schloss an dieser Tür, wo sie durch mussten und da hinten konnten sie nicht, weil da irgendwie eine Gefahr kam von hinten, ob da, Dinosaurier, was auch immer, ja, ne? Und der Jeff Goldblum, der versucht die ganze Zeit witzig zu sein und ja. Cool, macht die ganze Zeit irgendwelche coolen Sprüche. Ich nehme das Geburtsdatum der, woher wusstest du? Ich nehme die Geburtsdatum der Tochter von dem Bösewicht und von der Ehefrau, ob das passt. Genau, so. Genau. Und verstehst du, wenn die da gerade kurz vorm Verrecken sind, weißt du, ne? Und ich habe noch gedacht, ich weiß nicht, also das ist ja auch voll unpassend. Da ist ja auch ein kleines Kind bei denen, weißt du, ne? Ja, aber der Supergag war ja, er gibt ja andauernd irgendwelche Codes ein, aber in Wirklichkeit noch ist ja der unser Woker Schwarzer, der, ja, genau. Der sieht das ja zufällig auf dem Monitor, alle anderen nicht, aber er sieht da so und so, oh, ich helfe dir mal eben. Und Jeff Goldblum denkt ja, haha. Einmal bitte lachen und ey, scheiße, das Kino hat gelacht, ohne Scheiß. Weil Jeff Goldblum ja dachte, er hat den richtigen Code eingegeben. Haha, ich hab's gefunden. Und auf einmal fangen die an zu lachen im Kino. Hey! Ich so, oh weia. Oh weia, oh weia. Bitte, gib mir Benzin und ein Feuerzeug, ey. Nein, gib mir ein Feuerzeug und ein paar Heuschrecken. Ja, oder brettern die, ja, auf jeden Fall brettern die dann ja irgendwie weiter und dann stand ja, glaube ich, im Drehbuch, Achtung, Nostalgie-Szene, wir hatten ja in 1 und 2 ja diese Szene mit dem Auto am Abhang, wo man dann so abstürzt und in letzter Sekunde, obwohl das in 1 und 2 geil spannend gemacht war, in 2 sogar noch besser, fand ich. Ja, so. Aber Auto, das den Baum auch runterfährt. Genau, ja, genau, die sind so bitter zu fahren und dann rutschen sie da fast ab. Und landen mit dem Auto genau vor den Füßen von Chris Pratt und dem Ginger. Das war so geil. Das war die große. Das Auto knallt da runter. Genau vor die Füße von Chris Pratt und der alten. So. Und ja, aber vor allen Dingen, wie das Auto da überhaupt runtergesegelt ist. Erstmal kommen die auf die Idee, lass uns einmal alle auf die Seite, die noch Grund unter, also die noch Boden unter den Rädern hat, verstehst du, ne? Und das machen die dann auch, ja, ganz vorsichtig. Und bevor sie raussteigen können oder so, macht das Auto kompletten Kopfsibolter aus dem Nichts, verstehst du? Oder war da irgendwas, was das gestoßen hat oder so? Weil ich habe, für mich sah das so aus, als ob aus dem Nichts einen Kopfsibolter auf einmal gemacht hat. Verstehst du? Aus irgendeinem Grund, ja stimmt, durch die Info von der Wurken Schwarzen wollten sie ja auch zum Labor, so haben sie das ja erklärt. So, und durch Zufall knallen die mit dem Auto halt genau vor die Füße von den dreien und dann kommt die Kleine da raus. Oh, Papa, Mama, da seid ihr ja eigentlich. Ja, genau. Hey, Ente, ja, gut, alles gut. Ja? Oh, was ist Ich verstehe nicht, wie man so eine Scheiße niederschreiben kann und verfilmen. Ich begreife das einfach nicht. Diese letzte Szene, diese Abschlussszene. Ja, also ich meine, wir können ja jetzt noch auch gerne erzählen, dass der Schurk wie der Schurke. Nee, nur ganz kurz vor der Abschlussszene noch ganz kurz erzählen, dass sie komplett die T-Rex-Szene in schlecht nochmal nachdrehen. nochmal 1:1 in Scheiße. Richtig Müll nochmal nachdrehen. Aber wirklich einfach jetzt mit der Fackel, diesen Scheiß und den Rumlaufen und dem Auto 1:1. Keine einzige kreative Idee, also 1:1 nachgemacht. Ja, guck mal, die wollten ja erst die Original-T-Rex-Szene auch direkt aus Jurassic Park da reinschneiden, aber dann ist ihnen aufgefallen, oh scheiße, da sieht das viel zu echt aus. Wir können das so nicht lassen, das fällt auf. Wir müssen das nachdrehen, damit sich das mit dem restlichen Schrott hier nicht kneift, weißt du? Hey, heftiges Ding, brutal. Ja, komm mal zum Finale. Ja, also der Schurke steht natürlich. Der tolle Film endet. Ja, also der Schurke wird dann gefressen von einem Dinosaurier, so habe ich das wenigstens mitbekommen. Und er kriegt das, was er verdient. Ja, der alte weiße Mann ist, ne? Und ja, damit ist ja der Gerechtigkeit Genüge getan. Und allerdings der wirklich Verantwortliche seit sechs Filmen,
ne? Nämlich der Chinese, ja. Der bekommt dann einen richtig schönen Abschluss. Das war wirklich, ohne Scheiß, das war tatsächlich die einzige Überraschung, weil ich dachte, Behinderter kann es nicht werden. Ne? Aber doch, die haben dann doch nochmal. Zum Schluss haben sie mich dann doch nochmal überrascht. Das geht doch noch, ja, nicht. Genau. Dann lässt er nämlich in einem Feld, ja, in so, bei Sonnenschein und was weiß ich, ja, ne, so richtig hübsche Szene, ne, lässt er und mit einem Lächeln auf dem Gesicht, ja, ne, lässt er eine mutierte Heuschrecke frei, die fliegt dann oder läuft dann, keine Ahnung, fliegt dann zu diesen, zu anderen Heuschrecken, die kommen dann so aus dem Feld raus und die vereinen sich dann, ja, ne? Und ja, das war das Ende. Ich vermute mal, diese Heuschrecke ist so genetisch verändert, dass sie sich dann nicht mehr fortpflanzen können, keine Ahnung, in der nächsten, übernächsten Generation, wie auch immer. Das heißt, die können ja jetzt immer noch erstmal wüten, oder nicht? Ja, natürlich. Aber weißt du, was ich noch schräger finde als im Film? Wir hatten ja schon mal zwei richtig beschissene Vorgängerfilme. Zum einen die, und ich habe jetzt heute noch mal extra angeguckt, die, ja, bei dem ersten Mal noch dieser Nostalgiefaktor, oh, wir haben hier wieder einen Park, und beim zweiten, oh, ja, der war scheiße, aber, oh, das Ende, das, der dritte muss ja richtig geil werden, bei diesem geilen Cliffhanger und so. Die hatten wirklich Hoffnung auf eines der geilsten Kinoerlebnisse der Dekade anscheinend. Jetzt kritisiere ich mal die Kritiker. Die sind nämlich jetzt nicht alle einig. Die schimpfen auf diesen Schrott. Aber wieso schimpfen sie nicht über den letzten Star Wars oder den vorletzten Star Wars? Wieso schimpfen sie nicht über den letzten verfickten Ghostbusters? Loben die andauernd den letzten verfickten Dreckscream? Das ist alles dieselbe Scheiße. So, jetzt haben wir haben jetzt Jurassic Park, zumindest mal Jurassic World 3, zumindest mal konsequent mit der Verarschung auf die Spitze getrieben. Ja, aber Andy, das ist doch genau wie mit den Impfungen. Ja? Die ersten zwei Impfungen habe ich mir ja noch gefallen lassen, aber die dritte nehme ich auf keinen Fall. Genau. Ey, ohne Scheiß. Andy, das ist ihre rote Linie. Ey, Scream 5, tolle Idee. Gib mir die Spitze. Oh, Ghostbusters, Star Wars, geil. Ey, Ray, geil. Mach mir alles rein. Schweinegrippe-Impfung, Terminator Genesis, gib mir alles. Ja, oder die Leute hier. Ja, die Corona-Impfung, ja, okay, die habe ich mir doch gefallen lassen. Ey, aber diese Affenpocken-Impfung, auf keinen Fall. Da ist meine rote Linie. Ja, bin ich, also das kriege ich tatsächlich richtig auf. Die sind sich jetzt alle einig. Und die waren sich vorher auch alle einig. Ich habe das ja schon mal, Andy, ich habe das schon mal erwähnt. Einige von diesen schlechten Dingern sind zum Abschuss freigegeben. Die dürfen kritisiert werden, ohne dass die dann riskieren, dass sie jetzt in den nächsten Jurassic World oder in den nächsten Marvel-Film oder was weiß ich nicht mehr rein dürfen, wenn sie mal eine echte Kritik abgeben. Und ein paar müssen sie den lassen, verstehst du? Und Jurassic World 3 ist halt auserkoren worden, so nach dem Motto, der hat eine Abschussfreigabe bekommen, und dass die Kritiker dann mal wieder so tun können, als ob sie eine echte Kritik abgeben, indem sie einfach das sagen, was Sache ist, was der Scheiße ist. Verstehst du? Und das haben wir bei ein paar Filmen haben wir das. Wir hatten das auch bei dem 2016er Ghostbusters. Ja? Da waren ja auch ein paar mehr Kritiker wie sonst, die dann auch gesagt haben, der wäre scheiße und so weiter. Wo ich auch noch gedacht habe, oh mein Gott, ihr seid noch nicht alle gekauft, wie kann das denn? Ne? Ja, aber ein paar sind halt zum Abschluss freigegeben. Jetzt, die machen es sich aber sehr einfach. Die nehmen dann meistens diese Dinger hier wie jetzt Jurassic World 3 oder Dark Fate oder was weiß ich, wo sowieso Hopfen und Malz verloren ist. Verstehst du? Wo sie es nicht mehr schön reden können und nicht mehr so tun können, als ob das ein guter Film ist. Und dann sagen, okay, den dürfte kritisieren. Ja, es gab durchaus, das muss ich jetzt mal was Nettes über Jurassic World 3 zu sagen. Ich versuche es ja, was Nettes zu sagen. Es war jetzt nicht der beschützteste Film, der jetzt auf diesen Nostalgie, whatever, wie diese Scheiße jetzt nennen wollen, wie auch immer. Da gab es weitaus beschützendere. Ich habe mich zumindest im Kopf vor Lachen gekrümmt über diese Geisteskrankheit. Also. Aber jetzt sind sich die Fotzen alle einig. Alle sagen das Gleiche.
Alle haben auf einmal, legen auf einmal Wert auf eine Story, die schon in Jurassic World 1 und 2 eh nicht angeteasert worden ist. Also wäre das jetzt sowas wie Terminator 1 und 2 und dann kommt so ein Scheiß wie Terminator 3, da würde ich das dann noch verstehen. Aber Jurassic World 1 und 2 waren schon scheiße. Was haben die denn erwartet? Was haben die erwartet? Also sind die anderen zwei jetzt Meisterwerke oder wie? Unfassbar. Es ist einfach unfassbar. Guck mal, es gibt ja im Prinzip nur ein Terminator, nämlich Terminator 1. Und Teil 2 ist im Prinzip, es ist ein guter Film. Die Leute sollen mich jetzt nicht falsch verstehen. Aber es ist im Prinzip nur ein Remake vom ersten Teil, in aufwendiger, aber du hast fast 1 zu 1 dieselbe Story. Ja? Du hast jetzt nur, dass du jetzt den Arnold Schwarzenegger, den Terminator hast du jetzt auf der guten Seite quasi, ja. Aber du hast auch wieder einen Terminator, den T-1000, der versucht, die Sarah Connor oder wie auch immer da John Connor in der Vergangenheit zu töten. Du hast einen jemanden, verstehst du, ne, aus der Zukunft, der nach hinten, der nach in die Vergangenheit geschickt wurde, versucht, die zu retten und so weiter und so fort, ne. Es ist im Prinzip schon ein Remake vom ersten Teil gewesen. Das heißt, du hast im Prinzip nur einen Teil, ja. Aber es ist halt sehr gut gemacht. Und deswegen ist Terminator 2 Sehr auch gut ein gutes. gemacht. Und es hatte einen roten Faden und auch einen geilen, irgendwie auch Genau. einen geilen Abschluss. Genau. Da gebe ich, also der erste steht für mich sowieso über allem. Der erste Ja, ist für mich genau. der Aber ab dann haben wir nur noch Remakes, also nur noch Remakes vom zweiten. Also alle anderen Terminator, bis auf der vierte ist die einzige Ausnahme hier, Salvation, der ja in der Zukunft spielt. Ja, und Ja. der hat eine andere Handlung. Aber alle anderen ist immer Terminator 2, Terminator 2, immer wieder Terminator 2 again. Ja, ne? Also du hast immer nur ein Remake von Terminator 2. Und wie schon gesagt, und Terminator 2 war selber schon so eine Art Remake von 1, verstehst du? Das heißt, du hast jetzt dieselbe Story, hast du jetzt sechsmal gehabt oder so, ne? Und bei Jurassic Park World, keine Ahnung, Hämorrhoiden oder wie die den nächsten nennen, ja, ist das dasselbe. Du hast nur eine Story. Nur eine Story, nämlich diese Wissenschaftsgrundstory, ja, ne, ob das jetzt ein Park ist oder Eine was böse weiß Organisation am Ende, ein ja. Gebäudekomplex, ein Park. Ja, und du hast immer wieder nur diese eine, in allen. Du hast es jetzt nicht nur in dem sechsten, du hast dieselbe Story auch schon in den anderen gehabt, zwischen Nur eins schlecht, und noch schlechter als alle anderen Vorgänger davor. Das muss man erst mal hinkriegen, tatsächlich. Aber das Ja, haben genau. wir mit Dark Fate auch geschafft, bei Terminator Dark Fate. Ja, ich denke, der sechste Teil ist prädestiniert dafür in jeder Serie anscheinend, dass er irgendwie den absoluten Tiefpunkt, dass er beweist, dass der fünfte gar nicht so schlecht war. Was für ein Rotz. Aber wenn er seine Sachen wieder einspielt, werden wir wohl von einem siebten Jurassic Park reden. Ich glaube nicht, Was er dass es. machen wird. Nein, er wird ganz sicher seine Sache wieder einspielen, weil, ohne Scheiß, ich habe dich gar nicht gefragt, wie fandest du überhaupt den Top Gun hier? Hast du den jetzt angeguckt? Den fand ich okay. Also Top Gun 2 fand ich in Ordnung. Aber ich finde den ersten auch in Ordnung. Ich finde die beiden nicht als Meisterwerke, aber ich habe mit eins meinen Spaß gehabt und ich hatte mit zwei auch meinen Spaß. Auch wenn er mir irgendwie zu glatt poliert war. Aber das Ich war der erste. meine, ist es ein Film, den du, wo du, wo du das Bedürfnis hast, dir den nochmal anzugucken? Nein, nein. Ich will ihn mir nicht kaufen. Wenn ihn wo auch lange Und nicht. wenn du jetzt du müsstest dir einen nochmal angucken, den ersten oder den zweiten, welchen würdest du dir nochmal angucken? Den ersten offen. Ja, siehst du. Guck mal, und das beantwortet schon. Guck mal, es ist genau, was ich gesagt habe. Siehst du, ne? Ich denke nicht, dass der zweite besser ist wie der erste, sondern der ist nicht so Nein, gut wie der erste. Ja? Ja? der hat schon, das ist schon, Es hat schon so seine Momente, aber da sind sich ja die Kritiker auch schon wieder alle einig und blasen ins gleiche Horn, dass das jetzt die totale Offenbarung ist. Nur weil ein Ja, Film, genau. nur weil der Film tatsächlich nicht auf diesem Vogue-Zug ausspringt, so offensichtlich wie die anderen Filme. Wir haben jetzt hier mal konsequent keine lesbische Heldin. Und konsequent
so ein Ding, wie es halt in den 80er geht. Ja, aber gerade Top Gun, da hättest du voll das Truppenvehikel draus machen können, ey. Da hätte es ja gepasst. Und ich glaube, das hat der Kinoseele so einigen echt gut getan, die ein bisschen unbewusst, glaube ich, angefickt sind. Andy, redest du von denen, die doch schon lange innerlich gestorben sind? Ich meine, Film ist doch schon lange tot, bitte, ja.